die Tiere, das ist ja ein solches unermessliches Leid, was jeden Tag sekündlich dauernd geschieht, diese Tiere, und wir sehen das nicht mal. Ich frage mich immer, wo sind all diese Schlachthäuser? Wie verstecken die das? Wo transportieren die Tiere? Es ist ja unfassbar. Wir bekommen es ja nicht mal mit. Es ist so gut versteckt. Wir finden es dann nachher als abgepacktes Ding im Supermarkt und machen uns keine Gedanken mehr drüber. Was können wir tun, um das unermessliche Leid der Tiere zu lindern? Und eine Frage, die eigentlich vorher kommt, war es von Anfang an vorgesehen, zu Beginn, wie du sagtest, der Mensch war doch so und so vorgesehen und auch nicht, es war auch nicht vorgesehen, dass er so vergisst. War es von Anfang an vorgesehen, dass Menschen Tiere essen? Nein, das war logischerweise auch nicht vorgesehen von Anfang an. Und es gab auch eine Zeit, wo die Tiere sich nicht gegenseitig gegessen haben. Und es gibt ja auch heute noch, auch auf anderen Planeten, wo sich Tiere nicht gegenseitig aufessen. Und Menschen, das war ja auch nicht von Anfang an so, dass man gesagt hat, sie essen Tiere. Und das, was man halt den Tieren antut, das ganze Leid, das geht ja auch ins Energiefeld der Erde. Und das hat auch eine Wirkung. Und auch jeder Mensch, der gut mit seinen Tieren umgeht, das hat ja auch energetisch eine Wirkung. Und das hilft auch den Tieren, wenn sie merken, es gibt Menschen, die gut mit ihnen umgehen. Aber es ist halt schon sehr im Kollektiv der Tiere drin, dass Menschen einfach ganz schlimm mit ihnen umgehen und irgendwie dieses Mitgefühl und die Liebe zu den Tieren irgendwie verloren haben. Weil sonst kann man sowas ja gar nicht tun. Weil Tiere haben auch Gefühle und ein Bewusstsein und eine Seele. Und wie wir mit den Tieren umgehen, sagt ja auch vieles über uns selbst aus. Und viele Menschen, die essen Fleisch oder gehen sonst irgendwie schlimm mit Tieren um, weil sie das von klein auf so gelernt haben. Sie haben das nie hinterfragt. Und haben vielleicht das Gefühl, es war schon immer so und dann wird das schon richtig sein. Aber es war eben nicht immer so. Und selbst wenn es immer so gewesen wäre, mit einem Lebewesen schlecht umgehen, ist nie richtig. Und darum haben wir auch die Idee zur Meditation heute, dass wir sie für die Tiere machen. Also, dass wir den Tieren unser Mitgefühl und unsere Liebe schicken. Und dass wir ihnen auch das Gefühl geben, dass sie wertvoll sind, weil die Tiere, mit denen so schlimm umgegangen wird, die haben ja das Gefühl, sie haben keinen Wert. Sie sind nur dazu da, dass Menschen sie aufessen. Und dass man ihnen sagt, dass sie einen Wert haben. Und dass sie spüren, dass es Menschen gibt, die es gut mit ihnen meinen. Und dass man ihnen Vergebung schickt für all das Schlimme, was ihnen angetan wurde und immer noch angetan wird. Das wäre so das Thema für die Meditation. Ja, ihr Lieben, danke Christina, und das machen wir gleich, aber voll Schub. Und ich werde mit irgendwie, möchte ich auch sagen, hey Tiere,
es ist, auch das ist nur noch eine Phase und es wird ein Ende haben. Dieses Leid wird ein Ende haben. Es muss ein Ende haben und es wird auch, wenn alles seine Schwingung erhöht und die Menschheit und wir als Menschen und als Individuen unsere Schwingung erhöhen und unser Bewusstsein auch zu den Tieren geht, weil es geht ja dann gar nicht mehr anders. Und ja, an dieser Stelle danke, dass ihr dabei wart. Wir machen es jetzt so. Gleich läuft wunderbare Musik von Alexander Andersson. Und ich möchte einfach danke sagen, dass ihr alle da wart. Und dass ihr da wart, ist ja diese innere Entscheidung, dass ihr das Gute wollt und das Schöne wollt und in euch und für die Erde und zeigt, dass ihr schon ganz viel Verbindung zu eurem Inneren habt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich und ich bedanke mich bei dir, Christina. Und jetzt so viel Energie und Gefühl und Gedanken zu den Tieren, unseren lieben Brüdern und Schwestern. Bis bald.